kam die Idee, eine Galanacht zu initiieren? Naja, wir haben eigentlich schon das ganze Jahr hin fast einmal im Monat eine Veranstaltung zu Jura Seufer gemacht. Und die Jura Seufer Gala ist quasi der Abschluss dieser Serie. Man hat schon das Gefühl, es gibt etwas, aber viel zu wenig. Ja? Weil wenn man überlegt, eigentlich wie aktuell Säufer eigentlich schon wieder leider ist, ja, dann müsste eigentlich viel mehr passieren. Wie ist denn Ihr persönlicher Zugang zu Jura Seufer? Der liegt schon Jahre zurück. Ich habe zum Beispiel die mittlerweile schon legendäre Lesung im Audimax, wo der Helmut Qualtinger zum ersten Mal So starb eine Partei vorgestellt hat, gehört. Und da habe ich mich dann begonnen, mich für Jura Seufer zu interessieren und habe dann auch für meine Dissertation, weil ich über das Exiltheater dissertiert habe, bin ich wieder auf den Jura Seufer gestoßen. Und jetzt zum 100-jährigen Jubiläum gab es eine Gruppe von Kulturinteressierten, die gesagt hat, wir möchten was weiterbringen in der Jura Seufer Rezeption, haben uns zusammengetan und haben eben verschiedene Veranstaltungen konzipiert und das Abschluss, diese Gala. Es ist alles sozusagen geplant, da ist nichts entstanden, geht auch gar nicht mehr sowas. Also unsere Überlegung war, einerseits Künstler und Künstlerinnen zu finden, die damals dabei waren und aktiv, also an dieser Rezeption damals in den 70er Jahren gearbeitet haben, wie die Schmetterlinge, wie der Hofinger, wie der Lämmert, wie der Steinhauer und so. Und auf der anderen Seite schon auch also neue Sichtweisen auf den Säufer irgendwie zu sehen. Und geplant haben wir oder vorbereitet haben wir eigentlich fast ein ganzes Jahr, weil wo findet das statt, welches Theater unterstützt uns. Diese Veranstaltung wurde auch von einigen Kooperationspartnern unterstützt und mit Sponsorgeldern unterstützt. Also das war schon ein Jahr lang Vorbereitung, dass dieser heutige Abend stattfinden kann, wie er jetzt hoffentlich dann stattfinden wird. Der böse Feind, die Erde liegt im reinen Held und war ein Sinn und Mund. Was suchst du, wo du bist, wenn mein Bruder Vagabund? Was Fernes, Zartes rühre, das lange, lange her schon war. Sie zarte Triebe börslicher Natur und nur ein Korsett mit dem Haus nicht schritt. Nur eine Ware geht im Preis nicht mit. Und bleibt die billigste in jedem Land. Das ist die Ausschussware, Mensch genannt. Musik.
klar. Die Lieferungskosko sparte klugerweise. Er liefert selbst sich aus mit Haut und Haar. Ja, er verkauft sich fertig appetiert. Mit seiner Menschenwürde ausstaffiert. Und bist du Käufer mit der Mittel knapp? Kauf sie auf Kredit und stotter ab. Wie bist du zur Gala gekommen? Ich war, da ich Jura Seufer-Spezialistin bin, mittlerweile im Organisationsteam ganz von Anfang an dabei und habe ja, viel mit den beiden geredet, mit der Margit und mit der Erna, und habe diese Jura Seufer-Gala wunderbar gefunden. Und sie haben mich dann eben gefragt, ob ich da meine Puppen installieren will. Wie kommt es zu den Puppen? Was war die Vorgeschichte? Also diese Puppen jetzt sind die Puppen von der Botschaft von Astoria, von einem Straßentheaterstückchen im 3. Bezirk, eben zum 100. Geburtstag für Jura Seufer. Und die Puppen sollen die Gegensätzlichkeit darstellen. Also das ist, eben, sind eben die Botschafter von Astoria. Die Gwendolyn ist das symbolisierte Finanzkapital. Und die Puppen sollen sehr gegensätzlich dargestellt sein zu den Menschen, die nach Astoria hinein wollen. Das sind sehr symbolhaft. Wie bist du zu Jura Seufer Spezialistin geworden? Ich bin im 3. Bezirk aufgewachsen wie Jura Seufer und in die Hagen-Müller-Gasse in die Schule gegangen und habe mir bei meiner Diplomarbeit dann gedacht, jetzt muss ich mich endlich mit dem Jura Seufer beschäftigen und habe ihn als zweites Diplomarbeitsthema genommen, neben Figurentheater für Erwachsene. Und bin so dann eben auch dazu gekommen, den Jura Seufer mit Puppen zu inszenieren, weil seine Texte eben sehr schlau, sehr komprimiert, sehr pointiert geschrieben sind und sich das mit Puppen sehr gut verwirklichen lässt, weil die Puppen eben auch sehr abstrahiert sind und auf ihre Rolle bezogen und man diese sprachliche Pointe auch noch ins Bild setzen kann. Willkommen im Rabenhoftheater bei der Jura Seufer Gala. Wir dürfen Sie heute Abend begleiten und Ihnen ein paar kleine Ausschnitte aus der kurzen, aber auch umso reichhaltigeren Biografie von Jura Seufer näher bringen. Er wäre am 8. Dezember dieses Jahres 100 Jahre alt geworden. Wie ist Ihr persönlicher Zugang zu Jura Seufer, beziehungsweise haben Sie sich eher mit den Texten oder der Person auseinandergesetzt? Ich habe einen sehr emotionalen, weil ich habe das Stück Astoria ganz als junger Kabarettist hab ich mitgespielt. Davor haben wir es schon in der Schule aufgeführt einmal. Dann bin ich als Schüler mal von Radio-Hörspiel hängen geblieben. Das war Broadway-Melodie. Und erst später habe ich entdeckt, dass das derselbe Autor ist. Und die Verbindung ist auch dadurch gegeben, dass man als Kabarettist natürlich
das unglaublich schätzt, wie er arbeitet, dass er ganz nah an der Zeit ist, dass er einen großartigen Humor und einen Witz hat, aber immer analysiert. Nie das Publikum bestätigt in irgendwelchen Klischees, sondern gleichzeitig unterhalten und eigentlich analysieren kann. Das. Und ist es auch aktuell wieder umzusetzen? Also bei Weltuntergang sieht man das? Lässt sich das auch bei den anderen Texten sagen? Ich glaube, dass Säufer immer aktueller werden wird, weil wir zunehmend in einer Zeit leben, wo es Umwälzungen geben wird und wo die alten Rezepte versagen. Und es werden keine ruhigen Zeiten werden, leider. Und Säufer wird leider dadurch immer aktueller werden, glaube ich. Weil er auch in so Zeiten gelebt hat und reagiert hat auf seine Zeit. Und wie ist das, wie ist die Herangehensweise mit den Texten? Oder wie haben Sie sich zum Beispiel auf die Galanacht vorbereitet? Mein Gott, ich habe mir einfach ein Stück ausgesucht, wo man ein bisschen das einfach liest und sich für 4-5 Rollen ein paar Stimmen überlegt. Ich habe es nicht so schwierig wie andere, die musizieren oder für, mit anderen zusammenspielen. Wenn Nationen dasselbe sagen, dann ist es keine richtige Nation. Kolumbus, ihr seid ein kleines Volk und wir sind ein großes Volk. Unterwerft euch und liefert eure Waffen ab. Häuptling, ja, sehr gern, aber wir haben keine Waffen. Vendrino schlägt mit der Faust auf das Schachbrett. Wollen Sie sich über uns lustig machen? Wir sind hier die Eroberer! Häuptling, Sie missverstehen uns. Wir haben wirklich keine Waffen. Wir haben ein paar Speere und Pfeile fürs Jagen. Das ist alles. Kolumbus, haben Sie keine Armee? Häuptling, wir haben einmal gehabt, eine Armee. Wir haben auch schon Kriegsschiffe und so Waffen gehabt. Wir haben sogar Geld gehabt. Das ist schon lang her. Unsere Ahnen, die sehr weise waren, haben erkannt, dass diese Dinge den Menschen ins Unglück stürzen. Und da haben sie das alles abgeschafft. Seither ist er Ruhm. Vendrino, wie kann man nur auf so einer niedrigen Kulturstufe stehen? Also so geht das nicht weiter. Hier muss ordentlich organisiert werden. Wir werden eine kaufmännische Niederlassung gründen, selbstmurmelnd unter unserer Oberhoheit. Wir werden euch Rechtsschutz gewähren. Pepito, der Matrose, stürzt aufgeregt herein. Gut, gut, ein Wahnsinn, gut. Man braucht's nur von den Ohrwascheln und Brocken. Gut. Die Hefer, die Taschenfeld, die falschen Zähne, alles aus Gold. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingreifen soll. Häuptling, aha, ist das der Rechtsschutz? Vendrino, das ist Beschlagnahme. Kolumbus zu Pepito, ich verbiete jede Plünderung. Sorgen Sie für Disziplin. Pepito, ja eh, aber ich meine sogar die Nachtdepf sind aus Gold. Kolumbus schneidet ihm das Wort ab. Abtreten! Pepito, zu befehlen, Herr Admiral. Medizinmann, Entschuldigung, weshalb macht denn der Mann so komische Bewegungen? Ist er krank? Vendrino, nein, er gehorcht. Dein persönlicher Zugang zu Ihrer Säufer? Ja, also ich habe vor 2 Jahren in meinem Theater, im Schubert-Theater, das Stück Der Lechner, die Schaut ins Paradies gesehen. Und das war quasi meine erste Begegnung mit Jura Säufer und ich fand das Stück großartig und habe mich dann auch mit Jura Säufer beschäftigt und habe mir dann auch gedacht, er ist nur 1 Jahr älter geworden als ich. Ganz spannend, was der eigentlich alles geschafft hat in der kurzen Zeit. Und wir hatten dann bei uns im Theater Astoria und deswegen habe ich mich auch entschlossen, heute eine Szene aus Astoria zu spielen, weil ich finde das ganz großartig. Und ich bin mit meiner Kollegin, mit der Manuela Linsheim auf der Bühne und noch mit einigen Puppen und ich finde, das ist ein Medium, das wunderbar auf diese Szene passt. Sehr gut. Und wie ist es überhaupt, eine Puppe zu inszenieren, gerade in Bezug auf Jura Säufer? Wie hast du dir da getan, beziehungsweise wie kam da so, ist es ein Dialog, der entsteht? Oder? Ja, es ist mehr, es ist eine richtige Szene und es kam mir von selbst, also es hat wunderbar funktioniert und ich glaube, wir haben da was Schönes heute zum Zeigen. Warum ich lache? Ja. Aus 23.687 Gründen, Herr Professor, aber hauptsächlich aus völliger Verblödung. Ja. Bei Ihnen hat 3 Jahre lang ein Harzroller unangemeldet gelebt. Aber woher denn? Da, hier bitte der Meldeschein, hier der Leichenbefund vom Harzroller. Na was denn, mein Kind?
Können Sie Asturisch? Ja, freilich. Was? Ja, perfekt. Studio applicato pane consulario, tre semana studio lingua astorica. Tante voluntes immigrazione in Astoria, soy pur piccolo girl. Set enough pinke pinke for piccolo tusa langenscheid. Astorisch für Anfänger. Bravo. Ja, danke. Ja, mein Kind, jetzt weiß ich nur noch einen Numerus, der Clausus genug ist, dass keiner von euch mehr hereinkommt. Ich verstehe nicht, Herr Rat. Na, wirst mich gleich verstehen. Bitte 250 Pfund Einreisetaxe. 250? Ja. Aber woher soll ich denn zwei... Ja, der nächste Jahr. Nein. Hallo. Nicht weinen. Hallo. Bitte nicht weinen! Woher soll ich denn? Herr Rat, ich hab doch schon alles mitgebracht, Herr Rat. Recht ist Recht, Herr Rat. Ja, das stimmt. Bitte. Recht ist Recht, aber abgrimmelt mir's werden, Kollegen. Ja. So, aber wenigstens ordnungsgemäß. Mein Zugang zu Säufer ist ja, hochinteressanter Autor in dem Genre, in dem ich beruflich tätig bin, sprich im Kabarett. Und nach meiner Einschätzung der wichtigste Kabarettautor seiner Zeit mit Abstand und vor allem ein Autor, der Langzeitwirkung hat oder hätte, wenn man ihn auch heute mehr zur Kenntnis noch nehmen würde. Also es ist, wir werden das heute Morgen da sehen, vieles einfach zeitlos. Leider. Was werden wir von Ihnen heute sehen? Die Ernie Wipplinger hat die Dramaturgie gemacht und die Zusammenstellung gemacht, die hat ein Filmexposé gefunden, das er geschrieben hat. Und das, ich finde, als Exposé schon sehr witzig ist. Man schaut, dass das nie zum Film wurde. Es ist eine sehr absurde Geschichte, aber gleichzeitig auch sehr logisch und handelt eigentlich davon, der Film, dass die gesamte Wirtschaft zugrunde gehen würde, wenn es keine Verbrecher gäbe. Im Februar 1934, nach der Niederlage der österreichischen Arbeiterbewegung, resigniert Jura Säufer nicht. Nein, er schließt sich der verbotenen kommunistischen Partei Österreichs an. Und er arbeitet weiter, er schreibt weiter an Texten, an Gedichten, an Theaterstücken. Und zu dieser Zeit gelingt ihm eine glänzende Satire auf das kapitalistische System, und zwar in einem ihm völlig neuen Genre. Er versucht sich an einem Filmskript. Und dann hat Jani halt gemeint, habe ich gesagt, ich denke mal was Witzigeres lesen, wenn es was gibt. Und da ist so, er die Suche gegangen und hat dieses Exposé gefunden. Das fand ich ganz lieb und das werde ich heute meinen Ruf immer lesen. Die liest gern mit dir. Ja. So. Der Hof in der Zuse, mir gesagt sein, da jetzt die Lesung gemacht hat, die gerade besprochen wurde. Da habe ich nicht einmal gewusst, dass ich jemals auf einer Bühne stehen werde. Es ist mir eine große Freude, neben Ihnen sitzen zu dürfen. Mit Ihnen das lesen zu können. Streik der Diebe, ein Filmexposé. Ein junger Mann lernt bei einem 5-O'Clock-Tea eine junge Dame kennen, stellt sich als Hans West vor, sie sich als Lilian Röger. Er von angenehmen Äußeren und einnehmenden Manieren, sie ein sehr hübsches Mädel. Sie finden Gefallen aneinander, treffen sich bei anderen Gelegenheiten wieder, ein Flirt entspannt sich, doch weigert sie sich lachend, aber hartnäckig, sich nach Hause begleiten zu lassen und verschwindet jedes Mal unerwartet und spurlos, die Benzinwolke eines kleinen Sportautos hinter sich lassend. Zu nächtlicher Stunde klettert an der Fassade einer Villa, es ist die des Direktors der Versicherungsgesellschaft Hermes, ein sportlich gut geschulter Herr empor. Er dringt ins Büro des Direktors ein und attackiert die Kasse.
Direktor Kessler, ein energischer Mann, tritt ins Zimmer, zögert nicht, seinen Revolver zu zücken, um mit den üblichen Hände hoch den Einbrecher in Schach zu setzen. Aber dieser hat nicht viel Mühe, den Direktor mit einem eleganten Chiu-Jitsu-Griff zu entwaffnen, an einen Lehnstuhl zu fesseln und zu knebeln. Die Tür öffnet sich und eine junge Frau tritt herein. Im Licht der matt leuchtenden Stehlampe unterscheidet sie nur, dass der Direktor anscheinend ruhig in einem Sessel sitzt, während ihm gegenüber mit dem Rücken zur Tür ein anderer Herr steht. Verzeih, Papa, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Der Einbrecher knipst das Deckenlicht an und zum beiderseitigen Staunen wird ersichtlich, dass sie und er der Ehe des oben beschriebenen Flirts ist. Sie sind also nicht Fräulein Röger, sondern... Sie sind also nicht Hans West, sondern... Ich vermute, dass Sie mich bisher ohne Wissen des Herrn Pavard getroffen haben. Das ist nicht schön, Lilian. Zum Glück ist Ihr Papa anwesend. Das ist eine wundervolle Gelegenheit. Herr Direktor, darf ich Sie um die Hand Ihres Fräulein Tochter bitten? Bemerke, dass Direktor Kessler zunächst nicht antworten kann, weil er einen Knebel im Mund hat, befreit Hans ihn von diesem Hindernis und fügt hinzu. Mein Name hat in meiner Branche einen guten, einen besten Ruf. Ich bin finanziell in der Lage, Ihrer Tochter alles zu bieten, was sie an Bequemlichkeit gewohnt ist. Direktor Kessler ist von dieser gigantischen Frechheit derart verblüfft, dass ihm zunächst nichts anderes einfällt als... Aber Sie sind doch ein Dieb. Na und? Dieb zu sein ist ein Beruf, der für die Gesellschaft gerade so notwendig ist wie Ihr Beruf. Beschreibung einer sozialdemokratischen Parteisitzung. Zwei Tage nach dem Eisenbahnerstreik vom 1. März 1933. Jetzt müssen wir sehen, Genossen, dass eine Welle von Strafmaßnahmen auf uns herunterhageln, also tut, indem im Betrieb Listen herumgehen, wer mitgestreikt hat. Ja oder nein? Solche Methoden von der Direktion, Genossen, gar nicht zu reden von den Strafpensionierungen. Er redete mühsam, schwang lange die Nachsilben nach, um Worte zu suchen, geriet in ein recht ansehnliches Pathos. Erst als er auf die parlamentarische Seite zu sprechen kam, fand er sich besser zurecht. Allem Anschein nach, so erklärte er, würden die bürgerlichen Parteien keineswegs für die Zurückziehung der Strafmaßnahmen stimmen. Also könnte das Parlament die Eisenbahner nicht schützen. Man müsste sich fragen, was in diesem Fall zu tun wäre. Spannmeier ließ sie noch einige Minuten weitermachen. Dann bemerkte er höflich... Genosse, also nicht wahr? Ich muss Sie leider aufmerksam machen, dass das Thema der Diskussion Karl Marx heißt. Der Schaffner geriet sofort in Verwirrung. Er stotterte noch einen Satz zu Ende, wurde plötzlich rot bis zu den Haarwurzeln und verließ die Tribüne. Ordnungshalber wollte der Vorsitzende sich noch einmal nach Wortmeldungen erkundigen. Bevor er es tun konnte, stand schon Gellert neben ihm. Über die nun folgende sehr heftige Szene wurde später im Bezirk viel gestritten. Die Eisenbahner behaupteten schlichtweg, Spannmeier hätte sie gehindert, über ihre Schwierigkeiten zu sprechen. Spannmeier verantwortete sich mit seinen Vorsitzendenpflichten. Tatsächlich verhielt er sich damals korrekt. Wenn ein Antrag auf Abänderung der Tagesordnung angenommen worden wäre, hätte er, Gellert, nicht die geringsten Schwierigkeiten gemacht. Ein solcher Antrag wurde auch angeblich von Erich Weigel gestellt, ging aber im allgemeinen Tohuwabohu runter. Jemand wollte auch gehört haben, wie irgendein
Es Ayela dem Antragsteller zurief: Wir pfeifen auf die Tagesordnung! Übrigens wäre der Antrag überwiegend niedergestimmt worden. Denn man war teils der Meinung, dass es sich hier um eine reine Gewerkschaftsfrage handelte, teils überhaupt über das taktlose Auftreten Gellerts empört. Der Referent legte sich vermittelnd ein. Er war für Gewerkschaftsfragen nicht kompetent und zeigte sich bereit, das Thema Karl Marx für abgeschlossen zu erklären. Ja, wenn die Genossen andere, wichtigere Angelegenheiten zu besprechen haben. Vielleicht verspürte er eine gewisse Enttäuschung, wie jeder Referent, der sehen muss, dass man auf seinen Vortrag nicht eingeht. Habe ich nicht interessant gesprochen? Bin ich heute nicht in Form gewesen? Vielleicht zeichnete sich die Enttäuschung sichtbar auf seiner Miene ab. Wer konnte ihm einen Vorwurf daraus machen oder ihm gar die Schuld geben? Auch wenn gerade diese Bemerkung es war, die Spannmeier seinerseits in Rage brachte. Nein, Genosse Steinbach, so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Er, als routinierter Vorsitzender, war jetzt in seinem Ehrgefühl getroffen. Er wurde energisch, Gellert noch lauter und ärgerlicher, sodass er sich zu dem folgenden Ausruf hinreißen ließ. Wozu sitzt ihr überhaupt zusammen, wenn euch der Vormarsch des Faschismus nicht interessiert? Schon vorher hatten ihn immer unwilligere Zwischenrufe unterbrochen. Jetzt fühlten sich alle beleidigt. Es prasselte los. Oho, geh erst, was der sich erlaubt. Holt's zusammen, Zirko. Vorab, Kommunist. Wer spricht hier von Kommunisten? Nur Weiglauf. Gemeine Verleumdung, schrien die Jugendlichen. Einige Sekunden lang übertönte die feierliche Stimme eines alten Straßenbahners den Krawall. Genossen, es ist eine Schande. Im Moment, wo sich drüben im Reich das Schicksal der Arbeiterklasse entscheiden tut. Gerade in diesem Moment müssen wir verstehen, dass der Streik zur Tagesordnung. Und das Chaos war wieder auf dem Höhepunkt. Das Ende des Lärms wurde unfreiwillig vom Referenten herbeigeführt. Er machte nämlich den Vorschlag, man möge dem Thema Eisenbahnerstreik und Maßregelungen einfach den nächsten Vortragabend widmen. Den Weltuntergang hier im Rabenhof. Die musikalische Gestaltung des Abends hat nämlich die Band Das Trojanische Pferd übernommen. Und sie werden jetzt hier aufspielen mit einem Lied aus dem Stück Weltuntergang und außerdem kommt noch Schauspieler Markus Kofler hinzu und wird den Kometensong, den legendären Kometensong von Joris Säufer spielen. Danach machen wir eine kleine Pause. Jetzt aber Das Trojanische Pferd. Und Markus Kofler. Ich trenne es jetzt mal kurz auf in den Theatertext und den Musiktext. Beim Theatertext ist es so, dass ja sehr viele Dinge vorkommen, die zeitlich auf damalige popkulturelle oder politische Dinge bezogen sind. Da musste man oder sollte man eben ein paar Dinge übersetzen. Und ich glaube, das ist das in der Inszenierung sehr gut gelungen ist, oder dem Roman, das sehr gut gelungen ist, dem Regisseur. Und ich fand das einfach insofern sehr spannend, weil man bei manchen Dingen halt versucht hat, es rüber zu kopieren nach 2012. Und wo es aber ging, haben wir gesagt, okay, da machen wir. Also für Kometensong ist ja 1:1. Ja. Also von unseren Liedern jetzt, wir spielen 7 Lieder in dem Theaterstück. Und da ist es wirklich so, dass die Hälfte komplett original ist. 3 Lieder sind komplett original, ja. Und 4 Lieder von diesen 4 sind wiederum 3 Bearbeitungen. Und 1 haben wir komplett neu geschrieben. Das war auch eine neue Erfahrung für uns, weil da war es dann so, da gab es eine Szene, da hat der Regisseur gemeint, der Roman Hubert schreibt nur einen Song und ich will nur den Satz drin haben, was jetzt, was tun. Es fragt der Franz, es fragt Marie, Satan, über Land und Wien, aus sie Stefan Mars. Some
Schwanz ist und jährt, es ist aus mit der Erd. So schlucht sie des Matschnosse Jüchel. Ja, ist natürlich eine schöne Sache, aber es ist erst dann wirklich und Anführungszeichen sinnvoll für die Band, wenn es einem auch wirklich schmeckt. Nachdem ich fürs Trojanische Pferd an meinen Texten sehr intensiv arbeite, wäre es für mich ein Problem gewesen, hätte mir das nicht geschmeckt. Oh.
Hunger verdroht es diese Erde. Voll Leben, voll Tod ist diese Erde. Zu Ihrer Säufer? Im Grunde die Tatsache, dass Geschichte offenbar sich wiederholt. Haben Sie noch eine Meinung dazu? Was für Sie? Außer die natürliche Kopfmassage. Kommt nicht rein. Die mich jetzt abgelenkt hat etwas. Es sind die Parallelen der Geschichte, die sicherlich aufgezeigt werden. Und natürlich auch aus der eigenen Entwicklung der sozialdemokratischen Hintergrund in der Familie hat das eine besondere Bedeutung auch für mich, der Inhalt. Dankeschön. Ich verfolge den Jura Säufer schon seit meinen Kindheitstagen oder Jugendtagen und ja, meine Frau ist eigentlich darüber gestolpert, wieder in einer Aussendung, dass es eben diese 100 Jahre Gala gibt. Und verdammt politischer Mensch schon damals gewesen und brandaktuell bis heute. Das stimmt. Eher die Person oder die Texte, die die Faszination ausgelöst haben? Die Texte vor allen Dingen, ja. Ich meine, natürlich die Person, die dahinter steht, ohne der geht es nicht, aber die Texte allein, ja. Also begeisterte Jura Säufer, Leser, Hörer, Seher. Obendrein haben wir sie durch die Schmetterlinge präsentiert bekommen. Wann war das, weißt du noch? 70er Jahre. Ja. Nein, es ist lang her und wir sind ihnen treu geblieben. Ja? Eher die Texte oder die Person von Jura Säufer, die fasziniert? Die Texte und die Person lässt sich auch schwer trennen. Ja. Dankeschön. Das ist ganz einfach. Wir waren 20 in der KPÖ und da ist das sozusagen Teil der Grundnahrungsmittel gewesen und des ganzen Feelings. Ja. Aber ich möchte dazu nur sagen, dass wir im Studentenverband selbst einen Säuferabend schon gestaltet haben und auch in unserer Zeitschrift der Roten Perspektive, die damals mein Mann gemacht hat, Texte von ihm geschrieben haben. Wir erinnern uns an einen Brief anlässlich seiner Inskription, also von Jura Säufer an seine Mutter, das haben wir damals abgedruckt. Und wir haben uns damals recht viel beschäftigt, das war die Zeit, wo er wiederentdeckt worden ist. Ne? Wird mehr die Person oder die Texte? Die Texte. Also von der Person, ich meine, da weiß man nicht viel, weil das Leben kurz war, aber die Texte sind auch wie jetzt wieder mit einer unglaublichen Intelligenz und einer Feinfühligkeit für den Humor und das mit 20. Also mit 20 war ich noch irgendwo. Ne? Was könnten wir noch erwarten, wenn er älter geworden wäre? Naja, großartig ist. Ne? Thank you.
آقمنانی به دل نبود میشد چو کودکان پی پروانه ها دوید دستی ز آرزو بلند میشد کرد و سقف آسمان ستاره میشد چید آه ای آرزوی خام و دور و بلند دست طبیعت جهانی دگرگونه آفرید آری تو ای برادر بی خانمان من übersetzt hat Nariman Mojati persönlich. In den 30er Jahren ist es vielen Kulturschaffenden tatsächlich gelungen, aus Österreich zu emigrieren. Und die Texte von Jura Seufer haben sie mitgenommen und seine Stücke aufgeführt in London, in New York. Zum Beispiel Leon Askin hat das auch getan. Jura Seufers Stücke und seine Lieder sind in über 50 Sprachen übersetzt worden, weit über Europa hinaus und wie eben auch gehört bis in den Iran. Das ist ein altes Gedicht, das ich vortrage. Es ist 2-3 Generationen her ungefähr. Es stammt aus der Zeit, als die Schmetterlinge unter dem Titel Verdrängte Jahre den Roman von Jura Seufer So starb eine Partei ins dramatische Medium übertragen haben und im Schauspielhaus Wien damals aufgeführt haben. Über Jura Seufer. Als die Stiefel seiner Feinde noch leise auftraten, wusste er schon, was sie zertreten würden. Als die Sozialdemokraten noch ihrer Kraft vertrauten, traute er ihnen schon nicht mehr die Anwendung ihrer Kraft zu. Als die Parteispitze den Faschismus noch unterschätzte, schätzte er die Parteispitze schon richtig ein. Während die Funktionäre um die Parteilinie stritten, war seine Parteilichkeit niemals in Frage gestellt. Als die Sozialdemokraten nach links sich abgrenzten, grenzte er sich nach rechts ab. Während die Arbeiter von ihrer Führung beruhigt wurden, beunruhigte er die Führung. Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde. Nur ist dieses Brot und dieser Hunger nicht gleichmäßig verteilt. Und jene, die das Brot horten, sollten sich Begriffe wie Ankerkind dreimal überlegen, bevor sie es über ihre Lippen gleiten lassen. Denn auch dieser Begriff macht Menschen, macht Kinder zu Objekten. Und wer Kinder zu Objekten macht, ist ein ziemliches Arschloch und würde üblicherweise von der Justiz zu Recht dafür verfolgt. Zu dumm, dass dieses Wort von der Justiz verwendet wird. Zu dumm, dass die Justiz die Augenbinde ab und an mit der Seeräuberklappe tauscht. Ich sah sie von Radiosendern gespickt, die warfen Wellen von Lüge und Hass. Und wir, die wir bereit sind, uns von Politikern mit ihren hausgemachten Feindbildern medial gut begleitet und orchestriert ins Boxhorn jagen zu lassen und den Rattenfängern samt Flötenklang zu folgen, nachdem wir ins Boxhorn gejagt wurden, wir bleiben dann immer weniger Mensch und werden Lemming. Wir sind Lemming, ist aber gewiss keine Parole, die sich so richtig stolz erfüllt durch den Äther jagen lässt. Den Äther, den auch Jura Seufer in seinen Kometen bereits als potenziell missbrauchbar und gefährlich wahrnimmt. Jura Seufers Aufruf ist nach wie vor aktuell. Mensch bleiben in unmenschlicher Umgebung, eine übermenschliche Leistung. Wir könnten es etwas billiger haben. Noch ist Menschbleiben leicht möglich. Wir sollten diese Zeit nutzen. Dankeschön. Dieser eine ist der Gegenbeweis und den lassen wir sogar gelten. Denn zu den Toten sind wir hierzulande großzügig.
Selbst wenn sie Dichter oder gar Linke, geschweige denn Juden sind, aber das ist bei uns eh alles gleich. Er ist jedenfalls die Ausnahme, und zwar die eine, welche die Regel bestätigt, wonach Kunst an Kraft verliert, wenn sie den Kampf aufnimmt gegen das Unrecht und das Verbrechen benennt und auch den Verbrecher. Jura Seufer ist ein Außenseiter der österreichischen Literatur. Der engagierten Dichtkunst wird allzu gern unterstellt, sich der Politik zu unterwerfen, um die Poetik zu verraten. Seufer zeigt indes, wie Kunst an Wert gewinnt, wenn sie zur Zeit, aber mehr noch zur Unzeit, das Wort ergreift, ohne Ästhetik und Ethik gegeneinander auszuspielen. Sein Name klingt uns fremd und ich kenne mehr als eine Partei in diesem Staat, die, falls er heute schriebe, verlautbaren würde, einer, der so heißt, kann kein echter Österreicher sein. Jura, das mag ein Schweizer Kantönli, ein Bergmassiv, ein fernes Erdzeitalter oder die Rechtswissenschaft sein, aber der Mensch, der Jura gerufen wird, stammt aus dem Osten, aus dem Slawischen, und zwar aus Charkow. Dieser Jura kam erst mit 9 Jahren nach Wien und in seiner Familie lernte er Russisch, Französisch und Deutsch. So manche elblerischen Politiker, die keinen geraden Satz herausbringen, wollen uns glauben machen, Zuwanderung und Fremdsprachigkeit würden den Deutschkenntnissen der Kinder schaden, als wäre Österreich ein Geschlecht aus lauter Dichterfürsten und die ganze Nation ein Elysium der Eloquenz. Dabei tönen die Ergüsse dieser Scharfmacher im Wiener Parlament, als stammelten sie das Idiom einer neu entdeckten, ihnen bisher unbekannten Zivilisation. Es sind hingegen nicht selten jene, die wie etwa Jura Seufer andernorts herstammen, die endlich klar Deutsch reden und sich dem Wort verschreiben. Die Differentialgleichung des Multilingualen schlägt sich auch im Literarischen zu Buche. Der Schriftsteller fremder Muttersprache schaut unverwandt auf das Deutsche, entlarvt uns das Phrasenhafte, das Eingemachte und Abgemachte, mit den uns trautesten Wendungen weiß er zu befremden. Heute können mit ihm alle auftrumpfen, selbst jene, die den Ermordeten für ihre Heimat reklamieren, an die er, der Lebende, glaubte, als die heimische Mehrheit davon nichts wissen wollte. Im Tod wird er, Nebbich, zum echten Landsmann erhoben. Wie fremd war er vielen, solange sie ihn unter sich, ja, weit unter sich wussten. Was aber, wenn er überlebt hätte? Wie wäre er dann zunächst totgeschwiegen und, da er doch weitergeschrieben hätte, später lauthals verleumdet worden, als Nestbeschmutzer, als Revoluzer, als unzugehörig und Gehöriger. Wer glaubt denn, Jura Seufer hätte heutzutage nicht weiterhin das Unerhörte zur Sprache gebracht? Manche wollen uns glauben machen, das Engagement gegen gegenwärtige Widerwärtigkeiten und gegen die Hetzer sei nichts als ein historischer Mummenschanz. Nichts als, wie gesagt wird, ein antifaschistischer Karneval. Sie werfen der Kritik an den Schmissbrüdern, an den Angstmachern, an den Brandstiftern und ihren Biedermännern, an dem ganzen altbackenen Geschmeiß und dem damit verbackelten Geschweiß Alarmismus vor. Sie tun so, als dürfe Literatur erst dann von den Verhältnissen und vom Unverhältnismäßigen der Zeit sprechen, wenn es zu spät ist. Als müssten wir so lange schweigen, bis jedes Wort bereits niedergeknüppelt wird. Aber lange vor Diktatur und Barbarei wird Kunst eingeschränkt. Es genügt, die Kultur allein der Quote und dem Markt auszuliefern. Jura Seufer würde nicht stumm bleiben, wenn auf unserem Festland zur Jagd gegen Minderheiten geblasen wird. Wenn in Nachbarsländern kritische Medien abgestellt werden, wenn die Leugnung der Massenverbrechen feierlich begangen, wenn Flüchtlingen der Schutz vor Verfolgung verwehrt und stattdessen gegen sie gehetzt wird, wenn Opposition eingeschränkt wird, wenn viele gegeneinander ausgespielt werden, um den Profit von wenigen zu sichern. Seufers Schriften weisen uns einen Weg, wie mit Sprache das Bewusstsein und mit Bewusstsein die Sprache verdichtet werden kann. Wir haben heute schon viel gehört. Wir haben gehört, es wurden neue Kontinente entdeckt, neue Welten. Es wurde eine Partei ist gestorben. Und die Welt ist ein paar Mal untergegangen. Es ist also höchste Zeit, dass wir das Paradies suchen. In einem katholischen Land zum Beispiel. Deswegen heißt mein Text, Mietz Medusa sucht das Paradies und findet den Sumpf.
Und es wäre ein versöhnlicheres Gedicht, wenn es sich dabei um eine Radiosendung sonntagabends auf einem meiner Lieblingsradiosender handeln würde. Das tut es aber nicht. Wir haben kein Recht auf Glück, nur ein Recht auf das Streben danach. Ziehen manchmal große Lose, ziehen häufig den Kürzeren, geben Strohmännern das Mandat zum Stehen am Steuerrad. Es geht voran. Es geht vorrangig um Subprime-Mist, es geht vorderhand uns alle an, es geht Vorhang auf um Scheinwerferlicht. Und in dem stehen immer die Falschen. Stammeln große Chancen, große Lügen in großgezogene Ohren, werfen große Schatten, wenden große Worte auf zu kleinen Herzhöfen. Heimat sagst du, Feind sagst du, Freundschaft sagst du, Leistungsträger sagst du, Geheimdienst sagst du, gut für Österreich sagst du oder gut genug. Und im unbunden Hintergrund ungut zu sehen sind die Unwusteln, die in deinem Mandat unseren Reichtum mitnehmen. Falsche Zeit. Mitnehmen ist schon Vergangenheit, ist schon Präteritum, also Reichtum mit Namen. Nachfragen ist nötig, aber auch schon zu spät. Bei Korruption ist es wie mit jedem anderen Mist. Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte in Häfen, Mülltrennung ist wichtig. Doch für gesunde Umwelt und gepflegte Gesellschaft ist die Vermeidung Pflicht und was zählt. Wenn wir der Lechner Edi wären mit seiner Maschine, die beide am Tiefpunkt auf der Suche nach Schulternschlamassel und der Elektrizität die Zeit zurückdrehen, was würden wir sehen? Der wegen untreuen Betrug verurteilte, doch wegen einem Herzleiden vollzugsuntaugliche Ex-Gewerkschaftsmannschaft Elsner Füße wippt, tanzt in der Edenbar, aber egal. Da, Ernst 007 Strasser trifft sich mit Journalisten und will sie bespitzeln. Dort, der Scheuch Uwe will einen Reisepass für Spezialisten, also für die wichtigen russischen Menschen mit Geld, aber egal. Da, Skylink-Sparten sticht, Probleme bei Baubeginn bekannt, dort die Gewerkschaft macht ihre Bankflöckel, aber egal. Der liebste Schwiegersohn des Landes mit der zu schönen, zu jungen und zu intelligenten Föhnwelle verkauft staatliche Immobilien, bekommt eine Homepage bezahlt und trägt Plastiktaschen voller Geld über Grenzen, aber egal. Ich hätte mir einen besseren Sound überlegen müssen. Das teuerste Krankenhaus Europas wird nach 20 Jahren Bauzeit endlich in Betrieb genommen, aber egal. Und ich könnte weitergehen und tiefer googeln, wie der Edi Lechner mit seiner Maschine könnte. Länger graben, lauter schimpfen, wie der Edi Lechner mit seiner Maschine könnte. Wurzeln suchen, auf die sich Lungen-Janker-Spezialisten gern berufen, wie der Edi Lechner mit seiner Maschine könnte. Auf Suche nach Antworten bis ins Paradies zurückgehen, wieder Edi auf dem Rückweg ein paar Argumente mitbringen. Doch dann kontert er mit altbekannten, unschuldsvermuteten Plattitüden und lässt Jahre ungenutzt ins Land ziehen. Und im Fernsehen läuft Kochshow. Und die eine Partei sucht im Netz den Superpraktikant. Und am Stammtisch langt lang nicht die Konzentration auf das Kleine im Bild. Wir stehen auf große Chancen und die großen Lügen unseren großgezogenen Ohren lieben. Großes Licht und große Schatten glauben. Große Worte auf unseren zu kleinen Herzöfen. Leistung sagst du, fremd sagst du, fein raus sagst du. Und es geht uns doch so, so gut, sagst du, oder gut genug. Und im unbunden Hintergrund ungut zu sehen sind die Ungusteln, in deinem Mandat unseren Reichtum mitnehmen und unsere Solidarität. Falsche Zeit. Mitnehmen ist schon Vergangenheit, ist schon Präteritum, also schon Reichtum mit Namen. Und die Solidarität funktioniert auch nur noch eingeschränkt. Wir fallen gerade. Fallen gerade aus allen Wolken, fällen gerade bei jeder Wahl ein kleines Fehlurteil und nennen das Protest. Fallen gerade börsennotiert in die Tiefe, fallen gerade aus allen Anstellungsverhältnissen eine Bachelor-basierte Ich-AG-Hölle. Fallen gerade wie Späne und schon ungern hin, wer hobelt. Fallen gerade wieder mal auf die altbewährte Masche rein. Leistung sagst du, fremd sagst du, fein raus sagst du und es geht uns doch so, so gut, sagst du. Doch solange du mit deinem großen Licht aus zu großen leeren Worten einen so großen Schatten wirfst, geht es uns nicht gut genug. Wir haben kein Recht auf Glück, nur das Recht auf das Streben danach. Und wie hat der Edi Lechner mit seiner Maschine schon gesagt? Auf uns kommt es an. Dankeschön. Wir haben es heute erlebt, wenn man den Texten von Jura Seufer heute begegnet, dann erstaunt es einen, wie sie bestechen durch Aktualität. Es wirkt fast so zum Teil, als wäre Jura Seufer ein Beobachter von heute. Klug, klar, durchdacht und sehr, sehr poetisch sieht er sich die Krise an. Wie
kann man dann Texte von Jura Seufer so adaptieren, dass sie für sie einen neuen Sinn haben, oder war das gar nicht notwendig? Ist das so allgegenwärtig? Naja, er schreibt sehr klar und sehr, sehr poetisch und eigentlich auch sehr, sehr formal, irgendwie diszipliniert, muss ich sagen. Ja? Und das hilft natürlich schon bei der Bearbeitung, weil man dann die eigenen Unregelmäßigkeiten dann hineinarbeiten kann. Also ohne, dass man jetzt ein Wort hineinfügt, sondern einfach, dass man manche Zeilen streckt und manche rafft. Das ist uns entgegengekommen. Wir haben uns eigentlich relativ leicht getan mit den meisten Sachen. Und kann man sagen, dass die Auseinandersetzung sich jetzt wieder wiederholt hat? Oder haben Sie das Repertoire aufgenommen? Oder wie war jetzt die Auseinandersetzung mit seinen Texten oder mit Ihren Stücken? Ich meine, was mich immer wieder erstaunt ist, es war halt keine neue Auseinandersetzung, aber er war 26 Jahre und ein paar Monate, als er gestorben ist. Und was der in diesen jungen Jahren, wo Leute oft noch so ganz viel Zeit zur Selbstfindung brauchen, und was er da geschafft hat und auch unter Bedingungen der Zensur geschrieben hat, sodass man trotzdem wusste, was gemeint ist. Und also da, das ist faszinierend. Das beeindruckt mich sehr nach wie vor. Im folgenden Programm der Schmetterlinge hören wir Lieder aus dem Stück Astoria. Wir haben das ja im ersten Teil gesprochen schon gehört, jetzt musikalisch. Und damit lassen wir die heutige 100 Jahre Jura Seufer Gala ausklingen. Nicht ohne uns zu bedanken bei den vielen Sponsoren und Sponsorinnen. Ja, auch beim Rabenhoftheater, bei allen Beteiligten, die heute Abend hier aufgetreten sind, die mitorganisiert haben, mitgeholfen haben. Und vor allem danke an Sie, die, glaube ich, dafür gesorgt haben, dass dieser Abend innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft war. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Und ja, wir wünschen dann jetzt noch einen beherzten Ausklang dieses Abends. Und den beginnen die Schmetterlinge. 100 Jahre Jura Seufer. Danke fürs Kommen. Danke für die Empörung vieler Menschen über die im Jahr 1927 herrschende Klassenjustiz fasst Jura Seufer in den beiden Gedichten die Mühlen der Gerechtigkeit und Glied der Justiz zusammen. Soppersatz. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Das ist unsere erste Zugabe. Ja. Es waren die Mühlen der Gerechtigkeit. Es waren die Mühlen der Gerechtigkeit. Es waren die Mühlen der Gerechtigkeit. Der liebe Gott sprach klipp und klar, Punkt 5, du sollst nicht töten. Im Rat sprach man den Kommentar, und wenn, dann nur Proleten. Den Arbeiterlokalen kriegt erst Justitia Säbelschneid. Dann malen die Mühlen der Gerechtigkeit. An seiner Kehle packen. Man heilt die Not in Budapest mit Polizeiattacken und gibt's in Polen Wahlen. Wird mancher stumm gemacht, der schreit. Dann malen die Bühnen der Gerechtigkeit. Dann malen die Bühnen der Gerechtigkeit. Es waren. Nur Mut, du kleiner Bankmagnat, ihr feschen Heimwehrgrafen. Es kann der Held im Sacke hat ganz ruhig bei mir schlafen. Proleten meiden den Verkehr mit mir. Sie wissen schon, sie kommen.
kostet nicht viel. Ich folg dem Pfeil für nur 5 Schilling billig. Denn was dem einen recht ist, sei dem anderen eben billig. Meine Verehrerschar ist enorm und ich gestehe, ach, es macht die Zivil- und Uniform der starke Mann mich schwach. Doch sie zu nennen, verbieten sie ja im Namen der Justitia. Als Heugeboten junger Konjunktur. Der Markt will ihm sich schon und schamhaft zeigen, sich zart in Triebe börslicher Natur. Und nur ein Kurs hält mit der Ost nicht Schritt, nur eine Ware spielt ihm keine Sinn mit und bleibt die billigste in jedem Land. Das ist die Ausschussware, Mensch genannt. Der Mensch kommt heutzutage im Durchschnittspreise auf 10 von Sterling nur pro Exemplar. Die Lieferungskosten spart auf Jugendweite, er liefert sich aus mit Haut und Haar. Ja, er verkauft sich fertig apprätiert mit seiner Menschenwürde ausstaffiert und ist zum Käufer mit dem Mittel knapp. Dann kauft sie auf Kredit und stoppt ab. Kauf sie massenweit. Zahl statt mit Geld, mit faulen Idealen. Der Mensch verschleudert sich um jeden Preis. Denn seinesgleichen gibt es viel zu viele. Er weiß es selbst und handelt auch danach. Und kennt den Kurs in großen Börsenspielen. Der Geist ist billig und das Fleisch ist schwach. Astoria, von dem wir heute schon einiges gehört haben. Träumen Rosa und Paul, Und in der alles gratis ist, sogar das Werk. Und in der die Menschen nicht aus Unglück, sondern aus Glück saufen.
lässt der Winter kommen, der bitterböse Feind. Die Erde liegt im Leichenhemd und war einst jung und bunt. Was suchst du noch? Du bist hier fremd, mein Bruder, war gespannt.32 in der Arbeiterzeitung erschienen ist.
Hunger haben, ist nicht wichtig. Nebensache, dass wir wetten gehen. Unsere Klage weiß man ab, weiß richtig. Hauptsache, die Ordnung bleibt bestehen. Hier ist doch nicht genannt, was mag sie hören. Eine Ordnung gibt's auf dieser Welt. Sie ist da, damit wir sie nicht stören. Und wir halten sie, weil sie uns hält. Die Erde ist von Ost bis West, von Singapur bis Budapest, Grenzen organisiert. 30 Millionen gehen schon, in Krieg und Krieg vor Hunger kommen. Wenn nicht mehr geht, kann Welt um, das Glatteis wär's beschmiert. Mit einem Lied, das wir uns selbst singen müssen, mit dem letzten Lied. Der Heinz Unger müsste den Text auswendig kennen. Ja? Er ist der Einzige, dem schaut auf den Mund, alle anderen und so ein bisschen mit, aber der Heinz, der wird jetzt geprüft. Das letzte Lied, das letzte Lied. Ich muss auch nicht auswendig, ich lese das runter, ja? Das ist dein Vorteil. Ja? Das letzte Lied müsst ihr euch selber singen, denn außer euch ist niemand da, dem sowas könnt gelingen. Es soll keins von den Bravsten sein und keines von den Trübsten. Wenn ihr uns fragt, ein Kampflied, ja, das wäre uns am liebsten. Und allen, die euch ängeln wollen, auch klugen Kommissar, und eines von den Schönen, die Lautsprecher der Herrschenden, die muss es übertönen. Es soll eins voller Fragen sein und eines voller Zweifel.
so schickt ihn doch zum Teufel. Es soll ein Selbsterdachtes sein und eines voller Klarheit, denn Vorsänger, die gibt es nicht im vollen Besitz der Wahrheit. Das letzte Lied, das letzte Lied müsst ihr euch selber singen, denn außer euch ist niemand.